Dieter Merkle und der FC Augsburg 2 wollten ihre starke Vorstellung vom 2:0-Erfolg bei den Bayern Amateuren auch zu Hause vor eigenem Publikum bestätigen. Und gegen den auswärts noch sieglosen SV Schalding-Heining erspielten sich die Gastgeber auch gleich gute Chancen. Jonathan Scherzer setzt sich da klasse durch, nur der Pfosten verhindert hier das frühe 1:0. Aber Augsburg machte weiter Druck. Marco Schuster leitet den Angriff da selber ein und über Umwege kommt der Ball zurück zum Sechser. Das 1:0 für den FCA. Nach 6 Minuten die verdiente Führung für die Hausherren. In der 12. Minute dann Freistoß für die Gäste. Und Achtung, Traumtor! René Huber lässt da Gelios im Tor der Augsburger alt aussehen und wird für diesen Kunstschuss zu Recht von seinen Mitspielern gefeiert. Auch Augsburg vor allem nach Standards gefährlich. Wie nach dieser Ecke, Tim Rieder mit dem 2:1, der FCA wieder in Führung. Beim SVS stimmte die Zuordnung bei Standards mal so gar nicht. Marco Schuster, komplett frei, kommt nicht mehr an den Ball. Da war mehr drin. In der zweiten Halbzeit spielte Schalding-Heining dann starkes Pressing, attackierte früh und hatte dann das Glück des Tüchtigen. Pillmann kommt da zu Fall, 11 Meter in der 60. Minute. Der Gefaulte trat selbst an und verwandelte sich ja das 2:2 in der 62. Minute. In der 74. Minute setzt dann Scherzer klasse nach. Pfosten, schon sein 2. Aluminiumtreffer an diesem Tag. Die Gäste, vor allem durch Konter gefährlich. Wirth schaltet da klasse, spielt den Ball auf Pillmann. Der legt zurück. Aber auch Wirth im Pech, Latte. In der Schlussphase hatte Augsburg viel Ballbesitz. Aber Schalding-Heining stand sicher. Klasse geklärt von Escherich. Wirth schaltet dann schnell, spielt den Doppelpass, startet durch, guckt hoch, legt den Ball quer auf Alexander Kurz, der dann mit der klasse Vorarbeit für Pillmeier, der Stürmer, mit seinem 2. Treffer zum 3:2. Die Entscheidung in der 87. Spielminute. Nach dem Spiel die Freude beim SVS riesengroß, der erste Auswärtsdreier in der neuen Saison. In unserer Situation wäre das jetzt vermessen gewesen, wenn man sagt, okay, wir fahren nach Augsburg und gewinnen hier. Wir haben auswärts, wie gesagt, bislang noch nichts geholt. Deswegen ist es jetzt umso schöner, wenn wir den ersten Auswärtsdreier einfahren können. Frust hingegen bei den Augsburgern. Trainer Dieter Merkle war nach dem Spiel unzufrieden. Ja, wenn man das Spiel sieht, ja, und letztendlich so spielt, wie wir es halt getan haben, vor allen Dingen bei den Gegentoren, die wir bekommen, ja, braucht man sich nicht wundern, wenn man unterm Strich so ein Spiel verliert gegen einen Gegner, der diszipliniert spielt, der engagiert spielt, ja, und das muss ich meiner Mannschaft heute größtenteils absprechen.